Der Markt hat sich in der letzten Zeit ja ein bisschen von seiner schwachen Seite gezeigt, wobei das trifft nicht für alle Indizes, nicht für alle Länder zu. Und bei den Währungen, bei den Devisen, da sah es auch ganz interessant aus. Grund genug, über beides mal zu reden. Und darüber rede ich jetzt mit Oliver Bossmann von ETX Capital. Herr Bossmann, ich habe es angesprochen, der Markt in letzter Zeit, also was wir so in Deutschland mitbekommen haben, ja doch ein bisschen schwächlich unterwegs. War das jetzt vor allem die Euro-Krise oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, dass es vor allem auch eine leichte Verunsicherung war bezüglich der US-Daten. Wir haben da jetzt im Arbeitsmarktbereich, also die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten sind ja relativ schwach reingekommen jetzt vor ein paar Tagen. Und ich denke mal, dass das ein Grund war für den DAX-Abschwung. Und man kann sagen, dass vielleicht die Märkte auch schon in so einen Modus geschaltet haben, sell in May and go away sozusagen. Das sind vielleicht die aktuellen Themen, die momentan am Markt gespielt werden. Glauben Sie, es geht dann auch dementsprechend weiter, weil den Mai haben wir jetzt ja noch vor uns, also es läuft ja dann noch ein Weilchen, also wird dann noch mehr verkauft? Ja, wir sind im DAX jetzt speziell momentan an einer entscheidenden Marke und wenn wir jetzt so in dem Bereich 7,5, wenn wir den halten, das wäre schon relativ wichtig aus technischer Sicht. Ich bin halt nun mal Markttechniker oder überzeugter Markttechniker, von daher würde ich diese Marke im Blick behalten, wenn wir da wirklich dynamisch drunter gehen oder nachhaltig, könnte man sagen, dann könnte es sein, dass wir vielleicht auch die 7 wieder von unten sehen. Wie gesagt, also dieser Modus ist jetzt aktuell, Sell in May und vielleicht sehen wir die 7 nochmal von unten, aber ich möchte es nicht beschwören und eigentlich hoffe ich, dass wir wieder hochlaufen zu den alten Hochs, ehrlich gesagt. Vorhin ja schon kurz gesprochen, USA, einmal die Arbeitsmarktdaten, aber auch Europa, Euro-Krise. Wenn man sich jetzt das Währungspaar Euro-Dollar anschaut, dann ist doch eigentlich erstaunlich, möchte man fast meinen, dass sich trotz Euro-Krise, die ja nur heftig wieder aufgeflammt ist, durch verschiedene Krisenherde, dass sich der Euro im Vergleich zum Dollar doch relativ gut gehalten hat. Woran liegt das? Ja, erstmal ein uneingeschränktes Ja. Also für mich auch sehr erstaunlich, wie sich der Euro entwickelt hat, diese Stärke. Wie schon angesprochen, der Arbeitsmarkt schwächelt vielleicht etwas. Also es werden nicht die Zahlen an neu geschaffenen Stellen geliefert in den USA, die vielleicht dann auch eine weitere Belebung der Konjunktur aufweisen könnten. Oder das mag ein Grund sein für die Euro-Stärke. Wir haben dann vielleicht auch enttäuschte Erwartungen, dass die EZB einfach nicht in diesen Modus schalten möchte, Geld drucken wie die anderen Notenbanken und Zinssenkungserwartungen sind vielleicht auch nicht erfüllt worden. Also all das hat vielleicht dazu geführt. Für mich aus meiner Sicht auch da wieder aus der technischen Perspektive. Ich bin eigentlich auch eher pessimistisch für den Euro eingestellt, gegenüber dem Euro eingestellt. Das heißt also, dass wir wahrscheinlich jetzt in dem Bereich, wir sind ja gerade in dem Bereich an der 100-Tage-Linie, dass wir wieder den Rückwärtsgang einschalten und dann vielleicht wieder so Richtung 1,28 pendeln in den nächsten Tagen und Wochen. Legen wir weitere Währungen, schauen wir uns mal den Yen an. Der ist ja schon eine ganze Weile ziemlich schwach unterwegs, ja fast traditionell schwach. Wird ja auch, wie es heißt, künstlich schwach gehalten. Stichwort Währungskrieg. Sehen wir den tatsächlich und wird der Yen dementsprechend dann auch so niedrig bleiben? Ja gut, im Währungskrieg, das ist immer das Schlagwort, was dann fällt. Vor allem, wenn man diese aggressive Politik der Japaner sieht, der japanischen Notenbank. Und ich würde sagen, dass ja vor dieser aggressiven Politik der Yen eher traditionell stark war. Also wir hatten ja über die letzten Jahre wirklich eine extreme Yen-Stärke und das war ja auch eine starke Belastung für die japanische Wirtschaft. Und ich meine, noch kann man nicht wirklich davon reden, dass da jetzt ein Währungskrieg im Gange ist. Die Japaner müssen halt einfach aus dieser Misere, aus dieser Deflationsmisere rauskommen. Momentan sieht es so aus, als wenn es der richtige Ansatz ist. Man kann da Bedenken ansetzen, aber ich finde, das sind Maßnahmen, die jetzt zum ersten Mal auch fruchten, die zeigen, dass da nachhaltig eine Yen-Schwäche produziert werden konnte und von daher sehe ich das eigentlich relativ relaxed. Blicken wir auf eine weitere Währung, auf eine noch relativ junge und vor allem eine virtuelle Währung, Bitcoins. Ist es eigentlich, ist sowas nur als Spielerei zu betrachten, hinter der nicht so wahnsinnig viel dahinter steht? Oder ist das quasi ja eine ernstzunehmende Alternative, wenn Leute nicht mehr wissen, ob sie ihr Geld im Euro lassen sollen und es dann quasi in virtuelle Währungen parken? Also ganz ehrlich, ich bin da kein Fachmann. Ich habe mich mit dem Thema auch noch nicht so ausgiebig beschäftigt. Virtuelle Währungen sind für mich immer ein großes Fragezeichen. Also von daher, ich habe es lieber mit reellen Dingen.
Und von daher möchte ich mich jetzt hier auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also mein Tipp, immer genau lesen, was auf der Verpackung steht und den Kopf einschalten, gesunden Menschenverstand, da kommt man schon recht weit. Wenn man jetzt mal die tatsächlichen Währungen betrachtet, was würden Sie Anlegern im Moment ans Herz legen, im Moment raten? Wo sieht es gerade interessant aus? Was kann man gerade tun? Ja, also Klassiker, Euro, US-Dollar, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass man mit jetzt mit zarten Short-Positionen in dem Währungspaar anfangen könnte. Also alles natürlich konjunktiv und ja, wie gesagt, Ziel so 1,28 und im Dollar-japanischen Yen, da haben wir uns ja jetzt zuletzt wieder ein bisschen entfernt von der 100-Yen-Marke. Wenn da sehe ich noch Potenzial bis 102, so in den Bereich. Wenn wir über diesen Bereich hinausgehen, dann erreichen wir 4-Jahres-Hochs im Währungspaar Dollar-Yen. Da könnte es vielleicht dann auch nochmal einen Schub weiter nach oben geben. Also hier bin ich eigentlich auch weiterhin optimistisch für das Währungspaar Dollar-Yen. Herr Bosmann, ganz vielen herzlichen Dank fürs Interview. Soweit der Experte für Währungen, aber auch für Marktfragen, Oliver Bosmann von ETX Capital.